Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um einen Beamer. Das ist so ein kleines Gerät hier von der Firma Umovie. Da kann man ja, im Büro eine kleine PowerPoint-Präsentation an die Wand werfen. Man kann aber auch im Garten ein kleines Public Viewing machen, wenn man Fußball gucken möchte. Man kann zu Hause, wenn man die entsprechende Wand hat, ein bisschen Fernsehen gucken, beziehungsweise Filme gucken etc. Kino-Feeling letztendlich machen. Das Gerät hat ein Wi-Fi, das heißt also, wir können ihn an ans WLAN anschließen. Bluetooth hat das Teil und es hat auch Full HD mit 1080p. Das heißt also, wenn das alles stimmt, sollte das Bild, das wir an die Wand projizieren können, ein gutes sein. Ob das so ist, stellen wir in diesem Video fest. Das heißt, erstmal packen wir das kleine Teil aus und dann werde ich es mal ans Laptop anschließen mit einem HDMI-Anschluss. Es gibt ganz viele Anschlüsse, auch das zeige ich euch natürlich gleich. Und dann schmeißen wir mal irgendwo hier an die Wand. Das ist immer hier bei mir im Dachgeschoss etwas schwierig, weil ich überall ja die Schrägen habe. Aber ein bisschen Wand werden wir schon finden. Bleibt einfach dran. So, Verpackung. Die Firma Umovie wird es wahrscheinlich eher ausgesprochen. Wi-Fi-Projektor, Modell BL41. Und hier haben wir dann Full HD 1080p. Hier haben wir noch ein bisschen was dran stehen, aber nicht so wahnsinnig viel. Gucken wir mal, was drin ist. So. Einmal. Oh, das ist ja schön. Ein Täschchen haben wir. Das ist ja hübsch. Kann man schön überall hin mitnehmen, ist relativ leicht. Dann machen wir den hier mal auf und dann müsste ja hier ein bisschen was. Ah, hier fällt schon mal die Bedienungsanleitung raus. Und was für mich immer wichtig ist, hier haben wir Englisch und hier haben wir Deutsch. Super, hier haben wir alles schön. Auch wie man, hier kann man sogar eine App installieren. Ich wüsste jetzt zwar nicht warum, aber egal, hier ist fürs WLAN. Das gucken wir uns natürlich an, aber wichtig ist halt alles in Deutsch beschrieben. Dann haben wir hier, okay, mit dem hier können wir nicht sehr viel anfangen. Ich hoffe, dass noch was anderes dabei ist. Hier haben wir jetzt so ein paar Kabel dabei. Dann haben wir hier noch, ja genau, hier ist das passende Kabel dabei. Das sieht schon besser aus, dann können wir das im Prinzip entsorgen. Hier ist nochmal eine Schraube dabei, da müssen wir mal gucken, wo die hinkommt. Dann haben wir hier, eine schöne kleine Fernbedienung. Und dann haben wir hier ein HDMI-Kabel. Das haben wir auch standardmäßig mit dabei. Sehr brav. Dann haben wir hier das Gerät selber. Schön mit Klettverschluss hier festgetackert. Der ist ja winzig. Der ist ja super klein. Der ist, also es soll natürlich auch einer sein zum Reisen, den man also auch relativ leicht mitnehmen kann zum Reisen. Winzig, also wirklich, hier haben wir Strom, hier haben wir VGA, dann haben wir hier oben Bedienpanel, das sind Knöpfe. Hier oben haben wir die Möglichkeit, die Linse zu verstellen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Linse uns anzugucken. Hier ist sie, da sollte man jetzt nicht mit den Fettfingern drauf gehen und schon gar nicht verkratzen. Also hier haben wir zwei Räder, das machen wir gleich natürlich entsprechend, wenn ich irgendwas an die Wand werfe. Hier haben wir dann, das wird der Geber für die Fernbedienung sein. Hier unten haben wir noch so ein paar Sachen. Und mir fehlt jetzt hier aber irgendwo die HDMI-Anschlussmöglich. Ach, oh Gott. Okay, alles klar. Alles klar, ich nehme alles zurück. Hier haben wir zwei HDMI-Varianten. Einmal USB, dann haben wir hier für Kopfhörerausgang und sogar SD-Karten haben wir hier alles. Ich habe jetzt im Moment nur hier hingeguckt, da dachte ich, okay, das wäre mir jetzt aber ein bisschen zu wenig. Also alle Anschlussmöglichkeiten hier, die wir haben. Aber das probieren wir jetzt natürlich mal entsprechend aus. So, angeschlossen habe ich jetzt hier an meinen Laptop mit einem HDMI, also mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel, hier einen der beiden HDMI-Schnittstellen habe ich jetzt angeschlossen, habe das Teil an den Strom gegeben und dann ist er mit einer gewissen Verzögerung, diese Linsen, die hier drin sind, müssen sich immer erst ein bisschen warm machen, das dauert so eine halbe Minute und dann geht das los. Das, was er hier jetzt hört, ist der Lüfter. Das ist bei diesen kleinen Dingern immer so, weil die Linsen natürlich sehr heiß werden, also sehr warm werden auch mit der Zeit. Und darum läuft halt immer ein Lüfter. Es geht. Er ist ein bisschen nervig, könnte leiser sein, aber
Es geht einigermaßen. So, jetzt werde ich am Übrigen hier die kleine Schraube, die ihr eben gesehen habt, die kann man hier sehr schön drunter drehen und dann kann man ein bisschen den Projektor, den Beamer ein bisschen in der Höhe annehmen. Ich habe jetzt mal hier eine kleine Wand, also naja, 65 Zoll werden wir da wahrscheinlich drauf werfen können. So, jetzt habe ich das Licht hier im Raum mal so weit ausgemacht, alles natürlich. Und jetzt hier mal das erste Teil an die Wand geworfen. Der Beamer steht jetzt etwa 2 Meter hier von der Wand entfernt und wirft hier, ich will mal gerade die Diagonale messen, ein Bild an die Wand von etwa 140 cm, fast 150 cm im Durchschnitt. Das ist so, ja, 55 oder 65 Zoll wäre das. Und ihr seht hier, abgesehen davon, was hier draufsteht, man kann hier jetzt das Teil mit unheimlich vielen, mit Android, mit iOS verbinden. Hier seht ihr PIN-Nummern, IP-Nummer, Device-Nummer und, die Versionen. Also das ist jetzt relativ viel, womit ihr das verbinden könnt. Will ich jetzt aber im Moment jetzt mit dem iPhone oder mit dem mit dem Smartphone will ich es eigentlich nicht verbinden. Mal sehen, ob wir aus dem Menü auch irgendwie so rauskommen. Im Übrigen, ich stelle jetzt mal ganz kurz ein bisschen anders. Hier seht ihr jetzt, hier kann man scharf schalten. Wenn ihr jetzt natürlich etwas weiter noch weggeht, näher solltet ihr nicht rangehen. Ich habe jetzt mal versucht, näher ranzugehen. Da kriegen wir das Bild nicht mehr scharf. Also wenn, dann noch weiter weg. Aber das ist schon mal eine recht gute Qualität. 16:9, das ist klar. Und hier haben wir die Möglichkeit, das Bild so ein bisschen zu kippen. Je nachdem, in welchem, das sieht man auch so ungefähr in der Mitte, ungefähr hier. Es ist unterschiedlich. Entweder wird unten ganz scharf oder es wird oben ganz scharf. Beides kriege ich jetzt nicht ganz so hin. Das müsste man natürlich dann nochmal so ein bisschen ausprobieren. Auf jeden Fall habt ihr hier die Möglichkeit, relativ viel dann zu verstellen. So, jetzt drücken wir hier auf OK und dann sehen wir hier das System-Setup. Jetzt könnten wir hier natürlich hingehen und können das Ganze mit dem WLAN verbinden. Das möchte ich eigentlich im Moment nicht machen. Gehen wir mal zurück, wenn wir das können. Ja, die könnten wir jetzt nehmen, wollen wir aber nicht. Dann haben wir hier die Möglichkeit zu resetten. Okay, dann gehen wir mal auf HDMI 1. Vielleicht nimmt er den. Einmal okay. Ja, da haben wir es. Okay, alles klar. Also das ist jetzt, wie man unschwer erkennen kann, haben wir hier jetzt unten 1080p 60 Hertz. Und das ist mein... wie ihr hier seht, mein YouTube-Kanal. Und dann werden wir jetzt mal gucken, das ist jetzt schon in Ordnung, also von der Schrift her. Die Schrift ist sehr, sehr gut zu lesen hier, also richtig gut. Das könnte man auch noch weiter wegmachen, also das ist wirklich gut. 16:9 hatte ich schon gesagt. Und ich möchte jetzt gerne mal ein 4K-Video, jetzt gucke ich mir hier mal gerade mal was aus. Ich hoffe, dass mir das... YouTube dann nicht rausschmeißt. Nehmen wir mal hier das nehme ich immer bis jetzt und dann gucken wir mal. Okay, jetzt hört ihr im Übrigen die Lautsprecher vom Beamer. Wow, das ist ziemlich laut und in Ordnung. Das ist ziemlich laut, muss ich sagen. Das machen wir jetzt mal aus. Den Ton haben wir jetzt probiert. Und wir gehen jetzt hier auf Full. Wow, das ist richtig gut. Also da muss ich wirklich sagen, das ist ein tolles Bild. Hier die Härchen kann man überall sehen. Klar, das ist jetzt Ultra HD bei YouTube, das ist klar. Und auf meinem Display hier vom Monitor natürlich auch. Aber hier auf der Wand, aber hallo Leute, das ist richtig gut. Das ist absolut in Ordnung. Boah, klasse. Und nochmal, hier der Raum ist nicht ganz hell. Hier scheint gerade jetzt von der anderen Seite des Raumes scheint hier die Sonne rein. Also das gingen, wenn es jetzt richtig dunkel wäre, noch besser. Das werde ich natürlich noch ausprobieren. Aber das hier ist schon richtig, richtig klasse. Und wie gesagt, einfach eingeschaltet, angemacht, gut ist. Nach 2 Minuten kann man damit arbeiten. Und das ist für mich immer ganz wichtig. Super. Ja, jetzt hat mich das kleine Ding aber positiv überrascht. Das heißt, die Bildqualität... Und auch die Tonqualität waren beide wirklich überraschend gut. Die Bildqualität, das, was ich euch an die Wand geschmissen habe, waren etwa so 55, 65 Zoll.
Das geht natürlich auch noch größer, aber ich habe hier tatsächlich bei mir im Dachgeschoss keine Wand, wo ich wegen der Schrägen, wo ich das letztendlich austesten kann. Mache ich natürlich noch, schreibe ich euch dann gerne das Ergebnis und das Video drunter. Eins noch ganz kurz, das was wir hier gerade machen, also in die Lampe reingucken. In dem Bedienungshandbuch steht ganz oft drin, wenn Kinder in der Nähe sind oder auch bei Erwachsenen, bitte nicht in die Linse reinschauen. Das heißt also immer abdecken oder einfach ausmachen. Denn dann ist der kleine Nachteil, den ich zu bemängeln habe, an dem Teil auch weg, der Lüfter. Ich habe schon mal 2, 3 von diesen Teilen hier getestet im Kanal. Die Lüfter sind immer so ein bisschen schwierig, weil sie ein bisschen nervig sind. Aber wenn ich natürlich jetzt Kino gucke und habe vielleicht noch einen externen Lautsprecher entsprechend dran. Hier ist ja Bluetooth. Ihr könnt hier externe Lautsprecher mit einer Klinke dran schließen. Ihr könnt mit Bluetooth eure Soundbars, eure Bluetooth-Lautsprecher alle mit anschließen. Geht ja alles. Und dann hört man das natürlich dann nicht mehr so gut. Aber ansonsten ist er halt ein bisschen nervig. Es geht. Ich habe schon lautere gehört, aber man wünschte sich eigentlich so einen Lüfter wie im Notebook, der halt einfach nur so ein bisschen flüstert. Aber das kriegt man wohl hier nicht hin, weil das Ding wird auch richtig warm. Er läuft jetzt höchstens hier 15 Minuten und das Gehäuse ist schon merklich warm. Und das ist eben hier gerade diese beleuchtete Linse. Das ist schon einiges an Hitze, die hier produziert wird. Und ja, da geht das wahrscheinlich nicht anders. Da muss wirklich dann ein ordentlicher Lüfter dran sein. Sonst wird das Ding wahrscheinlich andauernd durchkokeln. Fernbedienung funktioniert sehr schön. Alles in Ordnung. Das mit der Fernbedienung hatte ich, mit dem Büchlein hatte ich gesagt in Deutsch. Und hier hinten sind dann auch gleich die QR-Codes. Service EU, Service UK und Service GP, also Japan, mit der entsprechenden Adresse auch mit dabei, falls irgendwas sein sollte. Garantie habt ihr natürlich vor allen Dingen auch sehr lange Garantie auf das wichtigste Bauteil hier drin. Das ist nämlich hier diese Linse, diese Lampe auch, die da drin ist. Wenn die kaputt ist, ist es halt teuer. Und die hat, ich weiß nicht wie viel, sehr, sehr viele 1000 Stunden gibt die Firma hier drauf, wo ihr schauen könnt. Guckt da einfach mal in die Unterlagen rein, wo ihr das Teil kaufen könnt und die technischen Merkmale nochmal, wenn da nochmal mehr Informationen gefragt ist, setze ich euch gerne wie immer den Link in die Videobeschreibung rein und da könnt ihr das Teil auch kaufen. Wie gesagt, liegt um die 200 Euro, so zwischen 170, 180, 200, 210 ungefähr liegt der. Und wenn ich jetzt bedenke, das was ich euch gezeigt habe, 65 Zoll, dafür habe ich vor einem Jahr für 65 Zoll über 1000 Euro für meinen neuen Fernseher ausgegeben. Klar, nicht so brillant, aber für dieses Teil liegt er dann so um die 200 oder unter 200 Euro und könnt auch 65 Zoll oder größer sehen. Denn das, was wir jetzt gesehen haben, war aus 2 Meter Entfernung 65 Zoll und das war schon mal eine richtig tolle Qualität. Also auch der 4K-Film, das war ja jetzt alles nur erstmal so frei geschossen. Man kann das sicherlich noch ein bisschen besser einstellen und so weiter. Da kümmere ich mich natürlich jetzt auch nochmal drum. Einfach so, nach 2 Minuten schon komplett arbeiten damit zu können, weil es ist ja nichts Kompliziertes und dann in der super Qualität, fand ich also schon richtig gut. Und der Sound, muss ich sagen, also nicht nur die Bildqualität hat mich positiv überrascht, sondern auch der Sound, das war gar nicht geplant, das so laut letztendlich zu haben. Das hat nicht gescheppert, ich habe jetzt gedacht, aus so einem Plastikding kann nur irgendwas Schepperndes rauskommen. Gut, es war kein 5.1 Surround Sound, das ist klar, aber der war schon ordentlich. Aber nochmal, ihr könnt ja hier so viele Sachen anschließen. Ich habe jetzt hier kein WLAN installiert. Ich habe jetzt nicht irgendwie mit Android oder mit iPhone verbunden. Das könnt ihr alles auch noch machen und könnt da natürlich was alles aus dem Internet euch rausholen und gucken und wie auch immer. Er ist halt nur nicht portabel. Ihr braucht halt immer Strom. Ne? Also das bitte bedenken. Ihr könnt ihn jetzt nicht mehr auf die grüne Wiese nehmen. Ihr müsst irgendwo Strom für das Teil schon haben. Aber ich finde ihn sehr schön. Der ist super klein, super leicht. Hier mit dieser schönen Tasche. Hier unten kann man jetzt dann im Prinzip diese Schraube dann reindrehen. Und dann steht er ganz normal. Und dann kann man hier halt dann verpacken. Und dann könnt ihr ihn halt dann hochdrehen, je nachdem, wo ihr ihn halt stehen habt. Richtig gut. Und die Anschlussmöglichkeiten hier, so viele Anschlussmöglichkeiten. USB, ihr könnt dann auch einen USB-Stick hier reintun, wenn ihr irgendwelche Videos, Fotos auf dem Stick drauf habt. Ich meine, ich hätte sogar eine Bedienungsanleitung gesehen, dass ihr hier eine Festplatte anschließen könnt. Geht auch. Also die Möglichkeiten sind also wirklich
vielfältig. Da wird wahrscheinlich jeder von euch sich irgendwas raussuchen können. Und nochmal, Bildqualität, Tonqualität und Handhabung, super und einfach. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Ich bin hier bei YouTube ja auch auf eure Unterstützung angewiesen. Vielen Dank dafür. Und dann wünsche ich euch ein schönes Homekino, Homeoffice, wie auch immer, wo auch immer ihr sowas brauchen könnt. Und würde mich freuen, wenn wir uns hier am Platz zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin, bleibt gesund, gute Zeit, tschüss.